was bisher geschah. Du solltest bei mir einziehen. Wie immer? Mhm. Naja, aber es dauert eine Weile, bis ich alles gepackt habe. Das ist in Ordnung, dann habe ich Zeit, dir im Kleiderschrank Platz zu machen. Ich dachte, auf dem Land würde es ruhiger zugehen, aber ihr schuftet alle wie die Idioten. In der Stadt hatte Nick viel mehr Zeit für mich. Du siehst ihn noch jeden Tag, oder? Ja, aber nicht lange und wir reden immer nur über die Farm. Was ist? Oh mein Gott, das Baby hat sich gerade bewegt. Darf ich mal anfassen? Willst du? Ja, klar. Da. Das. Meinst du, ist es stabil genug? Ja, total stabil. Die Gitterstäbe dürfen nicht zu weit auseinanderstehen, sonst klemmt es sich den Kopf ein. Ist bei uns doch auch nicht passiert. Wir hatten Riesenschädel. Fertig? Ja. Aua! Oh, Verzeihung. Pass auf, der Eimer, da ist eine undichte Stelle. Alles klar, ich hab's. Alles okay. Aua! Mein Knie schon wieder. Ja, sei vorsichtig. Wow! Dieser morsche Fußboden. Das gibt's nicht, hier ist alles lose. Hey, ich glaube, da ist was drin. Ein geheimnisvoller Schatz. Das gehört mir. Los, mach's auf, vielleicht ist Schmuck drin. Wann hast du das versteckt? Jasmin. Ja, das hat Mom immer getragen. Von wann ist das denn? Das bin ich nicht. Das ist meine Mom. Das ist Prue? Wow, seht ihr euch ähnlich? Von ihnen haben geworfen. Und nicht angenommen. Der Regen muss den Geruch abgewaschen haben. Blöde Schafe. Die Lämmer sind genauso dämlich. Sie suchen ihre Mütter gar nicht. Einige werden nicht durchkommen. Willst du sie hier draußen versorgen? Nein, ich steck die Lämmer in den Wagen und die Mutterschafe bringst du auf den Hof. Ja, alles klar. Wenn du Glück hast, kreuzt Jody vielleicht auf und hilft dir. Du hast mir nie erlaubt, länger als 5 Minuten zu duschen. Terry muss sich rasieren, Jody, das dauert. Ja, aber Beine und Achseln dauern viel länger als nur das Gesicht. Und ich schaffe das in weniger als 5. Ja, schon gut, schon gut. Du kannst rein. Hey, 7,5 Minuten und du bist noch nicht mal rasiert. Der wiegt ja eine Tonne. Was hast du da drin? Ach, nichts. Dies und das, naja, ein privates Zeug. Er ist verschlossen. Ja, ja, ich weiß. Sag mal, soll ich ihn für dich auspacken? Nein, nein, danke, das mache ich schon selbst. Später. Kein Wunder, dass sie verwirrt sind. Die sehen wirklich alle gleich aus. Entschuldigt die Verspätung. Ja, Mann im Badezimmer.
Na gut, wir nehmen jeweils ein Lamm und sehen, welche Mutter es akzeptiert. Sag mal, Mom, hast du mich erkannt? Ja. Und woher wusstest du, dass ich es war? Du kamst motzen zur Welt. Becky, du musst unbedingt das Dach reparieren. Im Kinderzimmer ist ein Leck. Ja, alles klar. Es ist toll, dass Mom und Terry wieder zusammen sind, nur unser Haus ist einfach so klein, weißt du? Sieh doch aus. Auf Drovers gibt es genug andere Möglichkeiten. Das will ich ja, aber ich will sie auch nicht verletzen. Verstehst du? Nächstes! Ladies? Hey, Claire! Komm her! Ich habe ein Geschenk für das Baby. Was meinst du? Wir haben schon ein Bett. Woher? Von mir und Tess. Also ein gebrauchtes? Entschuldige, du machst wohl Witze, Claire. Nicht für meinen Sohn. Noch so ein Unwetter wie letzte Nacht und wir bekommen Rost. Weizen rostet? Das ist ein Pilz. Das klingt ja eklig. Unter Umständen verlieren wir die ganze Ernte. Ja, wir müssen ihn abernten und dann die Tiere verfüttern. Zu mehr wäre er nicht nütze. Ihr meint, ihr kniet euch monatelang so in die Arbeit und ein paar Regentage machen das alles zunichte? Ja, verrückt, oder? Und wenn es so sein sollte, wird es finanziell eng bei mir. Wir haben dir angeboten, dir 50 Schafe abzukaufen. Ja, in Ordnung. Ich frag Alex, ob er uns morgen hilft, sie rüberzubringen. Okay. Ich kann finanziell leider nicht aushelfen. Ich habe mein ganzes Geld in die Praxis gesteckt und die ist nicht gerade ein Überflieger. Ist schon in Ordnung. Vielleicht ist die Ernte noch zu retten. Ja, euer Weizen. Sag mal, wann hattest du das Gefühl, dass du hierher gehörst? Claire hat mir ein paar feste Stiefel gegeben. Ich verstehe. Da habe ich weniger Hilfe. Das ist das Neueste auf dem Markt. Die Luxusausgabe unter dem Gitterbettchen. Es hat eine eingebaute Schublade und lässt sich umbauen, wenn er größer wird. Ja, oder sie. Sieh dir das an. Es hat eine super weiche Ökomatratze mit einem antibakteriellen Bezug. Und was hat deins? Es hat Geschichte und Tradition. Ja, aber du kannst es nicht zu einer Couch umbauen. Ach, komm schon, Claire, gib zu. Meins ist einfach besser. Von wann ist das denn? Super Haare hast du da. Das ist meine Mutter. Was ist das für ein Duft? Jasmin. Was? Gar nichts. Becky hat wohl auf dem Dach was repariert. Komm her! Ich weiß, du hast mich vermisst, als ich in Europa war und ich bin wirklich total gern mit dir zusammen, aber ich denke, du und Terry, ihr solltet mehr unter euch sein. Und ich werde ja nicht weit weg sein, wir könnten viel zusammen machen. Ich denke nur, ich pack meine Sachen und zieh wieder rüber, dann kannst du mit Terry zusammen sein. Klar, ich helfe dir. Gegen Mittag, okay? Du scheinst dich ja sehr darüber zu freuen. Bingo, Familienzusammenführung. Mhm. Hast du nachher schon was vor? Woran hast du gedacht? Mit dir weggehen. Dir das Nachtleben von Gagern zeigen. Ja, der Pub. Na klar, Poolbillard spielen und einen Hotdog verdrücken. Hört sich gut an. Soll ich dich nach dem Tee abholen?
Es ist nicht nur gebraucht, es ist vergammelt. Entschuldige, das siehst du falsch. Es ist nicht vergammelt, sondern ein Familienerbstück. Hör zu, ich lasse dir das neue Bettchen da. Du wirst dich dran gewöhnen. Ich fürchte, wir haben eins zu viel. Seine Mutter ist wahrscheinlich tot. Das wird ein sehr schöner Braten. Da ist doch nichts dran. Hey, Becky, willst du es mit der Flasche aufziehen? Ich kann es ja versuchen. Jake, hast du die Pferde eigentlich schon gefüttert? Nein, mach ich jetzt. Hey, du warst aber schnell. Womit? Mit der Dachreparatur. Ich war noch gar nicht da. Du hast die Luke offen gelassen. Das war ich nicht. Hallo? Wer ist da? Jetzt fertig, oder? Ja, bring es nur noch schnell rüber, ja? Ach, ich kann nicht mehr gehen. Ja. Warte, Moment. Claire! Ah! Claire, du musst doch wirklich nicht alles immer ganz allein erledigen wollen. Nicht in deinem Zustand. Es ist kein Zustand. Es geht mir gut. Und es ist mein Dach. Aber es ist nicht nur dein Genick. Das war ziemlich leichtsinnig, Claire. Du solltest sie in ihrem Zimmer einsperren. Claire, Männer sind für ein paar Dinge nützlich, okay? Du brauchst doch einfach nur zu fragen. Zum Dach hat offen gestanden und dann war sie zu. Und das Licht war plötzlich aus und irgendwas hat sich hier drin neben mir bewegt. Was meinst du mit irgendwas? Keine Ahnung. Und als ich auf dem Dach war, habe ich Musik gehört. Es war diese Spieluhr. Und da bin ich ausgerutscht. Wir haben einen Poltergeist, ist doch klar. Ich habe an was gedacht, als ich auf dem Dach war. Mom ist oft mit mir darauf geklettert. Und warum? Ich weiß nicht, ich... Es ist eigenartig, dass diese Dinge passieren, seit wir die Schatulle gefunden haben. Vielleicht versucht deine Mutter, mit dir in Kontakt zu treten. Meine Mutter ist tot und begraben.
Kannst du mir einen Gefallen tun? Würdest du mein Kind in deine Obhut nehmen, falls mir etwas passiert? Was ist? Dir wird doch nichts passieren. Ich muss mir darüber Gedanken machen. Aber das ist ja Unsinn. Alex würde es auch machen, aber er ist ein Ryan und ich will nicht, dass sie in einem Ryan-Haushalt aufwächst. Das kann ich nachvollziehen. Und Tess wäre eine fantastische Tante, aber sie könnte irgendwann heiraten und er würde vielleicht kein fremdes Kind bei sich haben wollen. Wie kommst du auf das alles? Also Alex kommt nicht in Frage und Tess auch nicht. Du musst es einfach machen, wenn du dazu bereit bist. Es kann nicht schaden, mehr als einen Vormund zu haben. Nein, nein, Alex und Tess würden sich zu viel streiten, weißt du? Sie würden das Kind hin und her reißen. Es gibt noch eine andere Lösung. Du könntest 90 Jahre alt werden. Aber manche Frauen sterben auch bei der Geburt. Wie deine Mutter? Ich habe nicht an sie gedacht. Hey, Mom, hilfst du mir jetzt beim Packen oder was? Ja, gleich. Ich muss nur schnell mit Tess sprechen. Ich glaube, sie bringt den Kompressor rüber nach Wilgill. Das dauert noch eine Weile. Gib her. Hallo, ihr zwei. Wozu braucht ihr das denn? Das ist ein Druckluftkompressor zum Reinigen des Mähdreschers. Könnte man den nicht einfach mit Wasser abspritzen? Der muss lupenrein sauber sein, das wird getestet. Damit wir beweisen können, dass es Bioanbau ist. Wo ist die Waschanlage für Mähdrescher, wenn man eine braucht? Mach doch mal eine Pause und ich übernehme das. Das ist schwierig. Werd ich schon schaffen. Okay. So geht's an. Danke. Also, Vorsicht mit dem... Warte. Mist. So einfach ist das nicht. Das Ding bläst dir die Klamotten runter, wenn du dich nicht auskennst. Ich hol das Essen. Was? Ich krieg Ärger, wenn ich wieder Tipps gebe. Genau. Welchen Tipp? Das Ding ist, es geht darum, was sie an den Füßen trägt. Ich werde bei dir einziehen. Was? Ja, komm schon, wir wären eine ganz tolle WG. Wir können uns die Nägel lackieren und über Jungs reden, das wäre super. Ach komm schon, das haben wir seit Ewigkeiten nicht getan. Aber das Zimmer ist ganz klein und du hast so viele Bitte. Sachen. Bitte, es ist nur für eine kurze Zeit. Ich kann nicht in diesem Zimmer bleiben. Alberto? Ja, er ist irgendwie noch da. Ich habe dauernd das Gefühl, er kommt gleich zur Tür rein. Okay. Aber nur für ganz kurze Zeit. Ach, du bist ein Schatz, danke. Ich habe meine Sachen schon reingebracht. Wer ist da oben? Ist besser. Aber ich dachte, du liebst dieses alte Bett Familientradition oder etwa nicht? Ich habe die Matratze angefasst, sie war warm. Das ist doch Unsinn, hey, in ein paar Monaten bekommst du dein Baby. Die Matratze war warm und es ist kein Unsinn.
Mein Bruder ist zu früh gekommen und meine Mom hat zu viel Blut verloren. Sie konnten ihr nicht helfen. Und ihn konnten sie auch nicht retten. Du machst dir viel zu viele Gedanken darüber. Ich will nicht, dass mein Baby keine Mom hat. Claire, hör mal, nur weil Prue gestorben ist, heißt das nicht, dass... Sie ist wieder da. Es ist meine Mom. Es ist meine Schuld, dass Claire durchdreht. Ich hätte nie von einem Poltergeist reden sollen. Sie hat mich darum gebeten, ihr Baby aufzuziehen, wenn ihr irgendwas passiert. Sie hat dich gefragt? Also Claire sieht einen Geist. Wie werden wir den nun wieder los? Solche Sachen existieren nicht. Und wie willst du dann meinen Traum erklären, wenn Brad nicht zu mir gekommen wäre? Hätte ich ihn nie gefunden. Ja, und angeblich spukt es in einem alten Bauernhaus in der Nähe von Fischer. Vor 100 Jahren hat da ein Typ seine ganze Familie ermordet. Und es heißt immer, wenn Vollmond ist, bluten die Bäume. Jetzt hört mal auf, ja? Prue ist nicht zurückgekommen. Es gibt eine vernünftige Erklärung für Claires Erlebnisse. Ist doch ganz klar. Ah! Terry! Was in aller Welt treibst du da? Ich sehe nur nach, ob alles in Ordnung ist, Schatz. Also, ich finde, wir sollten eine Seance abhalten. Was? Und sie noch mehr verschrecken? Übrigens, Claire wäre für sowas nicht zu haben. Entschuldige, ohne mich, Tess. Ich möchte auch lieber die Finger von der Geisterwelt lassen. Nein, nicht wirklich. Wir tun bloß so. Und wir behaupten einfach, dass wir nur positive Mitteilungen bekommen. Das wird dir Mut machen. Ach, vergiss es, Tess. Das ist doch Hokuspokus. Dummes Zeug. Du liest doch dein Horoskop. Ja, und? Naja, manche bezeichnen das auch als Hokuspokus. Ach, kommt schon. Claire hat totale Angst. Wir müssen doch was für sie tun. Helft mir bitte. Wenn du an Geister glaubst, musst du auch an Seancen glauben. Liebe. Das ist schön, oder, Claire? Willst du noch eine Frage stellen? Du schiebst das Glas doch. Mach ich nicht. Ich nehme meine Hände weg. O Geist des Glases. Claire will von dir wissen, ob ihre Mutter sie vielleicht vor etwas warnen möchte. Wollte ihre Mutter sich nur vergewissern, dass es Claire gut geht. Ihr schiebt doch alle das Glas. Nein, tun wir nicht. Hat sie irgendeine Mitteilung für Claire? Wie lautet die Botschaft bitte? Vielleicht solltest du dich ein kleines bisschen genauer ausdrücken. Nein, nein, jetzt nichts mehr vorsagen. Wie lautet deine Botschaft, O Geist des Glases? Ich bin nicht dämlich und ich finde das nicht witzig. Claire, wir wollten nur, dass deine Angst aufhört. So kennen wir dich nämlich gar nicht. Das war meine Idee, Claire. Die anderen haben nur mitgeholfen. Claire scheint ziemlich fertig zu sein. Ich werde ihrer Idee nur zustimmen, weil ich weiß, dass sie mich nicht braucht. Jody ist gerade erwachsen. Könntest du dir das vorstellen, ein Baby in meinem Alter? Was spricht denn gegen ein Baby im besten Alter? Es wäre toll, ein Kind zu haben, wenn kleine Füßchen überall herumpatschen. Du sagst das nur, um mich zu quälen. Zu keiner Frau würde es besser passen, wieder Mutter zu werden. Und ich wäre der passende Vater. Du kannst trotzdem weggehen. Du musst nicht mit mir auf das Lamm aufpassen. Moment mal, soll ich vielleicht mit mir selbst Billard spielen? Naja, dann hättest du bessere Gewinnchancen, oder?
Es war deine Idee, das Gangerner Nachtleben zu testen. Ja. Ich bin absolut zufrieden, wenn wir einfach hier hocken. Oh, oh. Hm. Schokolade, ich stehe auf Männer, die Ideen haben. Oh ja. So, komm. Man kann nie wissen, ob man irgendwo strandet, wo du keine Schokolade kaufen kannst. So, na komm schon. Du musst sie schmelzen lassen. Nicht so schnell. Nein, ich kaum sie lieber. Hey, Becky, ich habe ganz viel... Oh, wow, Jake, du bist hier. Das ist toll. Ich dachte, du langweilst dich zu Tode. Nein, mir geht's gut. Aber das ist ja genial. Dann machen wir jetzt Party. Oh, Schokolade, klasse. Ja. Also? Hallo. Du, es gibt eine Erklärung für all diese Dinge. Welche? Also lass uns doch nur sagen, es ist Prue. Möglicherweise sucht sie ganz einfach deine Nähe. Es muss nicht heißen, dass sie dich vor etwas warnen will. Die habe ich weggenommen. Dad wollte alles fortwerfen. Ich habe sie schnell versteckt. Es war Moms Lieblingskette. Jack hat ihre Sachen weggeworfen, das ist ja furchtbar. Ich glaube, er wollte mir helfen. Ich erinnere mich noch genau an diese Zeit. Das gehörte ihr. Ich glaube, ich habe gar nicht geweint. Sie wollte, dass ich auf das Dach gehe. Keine Ahnung, wieso. Nur irgendetwas will sie mir mitteilen. Sie sieht so schön aus. Und lieb. Wieso hat sie mich verlassen, Tess? Claire. Oh, Verzeihung. Es ist sowieso Zeit aufzustehen. Hey, tut mir leid. Ich räume das nachher gleich weg. Wo ist meine Zahnbürste? Ich glaube, ich habe sie in die oberste Schublade getan. Irgendwo musste ich ja mein Zeug unterbringen. Hallo, Zimmergenossin. Sie will mir heute Abend eine Maniküre machen. Ich sag dir nur eins, sie muss unbedingt wieder in ihr eigenes Zimmer. Vielleicht könntet ihr tauschen. Ja, aber ich fühle mich wohl bei mir. Sie ist diejenige, die ein Problem hat. Sie denkt, Alberto ist immer noch da. Vielleicht sollte man es mit Ausräuchern versuchen. Entschuldige, ist das nicht ein bisschen zu brutal? Ich meine jetzt Zimmer. Man verbrennt Kräuter und der Rauch vertreibt alle negativen Elemente. Das würde sicher was bringen. Es würde ihre Einstellung zu dem Zimmer verändern, ehrlich. Blödsinn. Dann sag ihr, sie soll verschwinden. Das kann ich nicht. Sie ist meine Freundin. Na, dann musst du eben mit dem Friseur und Maniküresalon leben. Es will die Flasche nicht annehmen. Nein, gestern Abend hat es auch nicht viel genommen. Gut, wir müssen seine Mutter finden. Die ist bestimmt tot. Ich finde sie. Hey,
Diese blöde Kuh. Es ist ein Schaf. Sehr witzig. Sieht ziemlich übel aus. Denkst du, sie kommt durch? Das kann ich ihr nur raten. Vielleicht ist sie gar nicht die Mutter des Lämmchens. Oh, doch, ist sie. Wart's ab. Komm schon. Na los, komm. Komm, aufstehen. Los, hoch mit dir. Hoch mit dir. Komm hoch. Komm her, Dicke. Und weiter geht's. Also. Sie ist erschöpft, Claire. Ich fürchte, sie kommt nicht durch. Doch, sie schafft es. Komm her, Dicke. Aufstehen. Na komm, das schaffst du. Steh auf. Gut. So ist gut. Hey. Vielleicht ist sie doch nicht die Mutter. Ich habe einen Trick bei Dad gesehen. Du denkst, eine Sherryfahne weckt ihr mütterliches Interesse? Ja, die überdeckt den Geruch des Lamms. Man kann's versuchen. Na komm, Mama. Tja, dann los. Seht euch das an. Okay, hier, Becky. Ich habe Lavendel mitgebracht und außerdem Rosmarin und Petersilie. Ist das okay? Ja. Müssten die nicht getrocknet sein? Ich denke, die Hauptsache ist, es qualmt. Ich wusste gar nicht, dass du dich damit auskennst. Ja klar, aber sicher. Weißt du, eigentlich müssten wir die ganze Farm ausräuchern. Mich erinnert alles an Alberto. Die Olivenbäume, die Sattelkammer. Wir fangen erstmal mit deinem Zimmer an, ja? Bitte, Jody. Oh, meine Augen. Ich kann gar nichts sehen. Es ist ein gutes Zeichen. Ich kann nicht mehr atmen. Ja, bestens. Es funktioniert. Ich halte das nicht mehr aus. Arretieren und laden. Alles klar? Nur pass gut mit dem Rückstoß auf, okay? Ich denke, diesmal mache ich es richtig. Ja, komm. Sonst würdest du unnötig Dreck aufwirbeln. Ja, Sir. Gut. Fehlt dir nur noch eine Sache. Oh, was habe ich jetzt wieder vergessen? Für dich. Zieh sie an. Danke, Nick. Deine Größe wusste ich von ein paar hochhackigen Schuhen in deinem Schrank. Hochhackige Schuhe? Ich habe keine. Was? Kleiner Gag. Sie sind fantastisch. Super. Hallo. Endlich mal eine Frau, die mit wenig zufrieden ist. Ich dachte, ich helfe dir, die Schafe nach Drovers zu bringen. Sehr gut. Kommst du hier allein zurecht? Na sicher, ich pack das schon. Das war köstlich wie immer. Dann bis heute Abend. Komm nach Hause, wenn du fertig bist. Ja, klar doch. Hetz dich nicht. Oh, du, ich würde mir gern diesen Schraubendreher ausleihen. Ist das in Ordnung? Soll ich irgendwas für dich reparieren, oder? Ach, da hat sich nur eine Kleinigkeit gelöst. Ich erledige das schon. Ja, na gut, aber vielleicht ist das nicht die richtige Größe. Es wird schon gehen. Warum so geheimnisvoll? Na, ich doch nicht. Wir haben keine Geheimnisse voreinander, oder, Terry? Hey, was hast du? Was ist los? Claire? Thank you.
Was machst du hier? Komm her. Ich wollte ihr so vieles erzählen, als ich älter wurde. Und ich hatte keine Gelegenheit dazu. Aber ich weiß noch, wie wir zwei immer hier oben raufstiegen. Das nennt man einen Witwengang. Das ist ja nicht so witzig. Alle MacLeod-Frauen sind hier raufgekommen, wenn die Männer fortgeritten und bei den Herden waren. Die Ehefrauen kamen hier rauf und hielten Ausschau. Warteten darauf, dass die Männer heil zurückkehrten. Naja, romantisch ist es schon. Ja, das finde ich auch. Kannst du dir bei uns sowas vorstellen? Dass wir darauf warten, dass unsere Männer nach Hause kommen und wir mit Taschentüchern vom Dach winken? Ich erinnere mich noch an ihre Wärme, wenn sie mich umarmt hat. Der Duft von ihrem Jasminparfum. Ich hatte solche Angst, als sie starb. Ich dachte, es war meine Schuld. Genauso ist es mir nach dem Tod meiner Mutter gegangen. Für dich muss es noch schlimmer gewesen sein. Du warst noch so klein. Ja, ich war noch klein. Ich verstehe dich. Jetzt kommen all die Erinnerungen wieder. Kein Wunder, dass du solche Angst hast. Jetzt nicht mehr. Weißt du, Claire, ich denke, du wirst eine wunderbare Mutter sein. Ich mach das schon. Oh, hab ich vergessen. Nick hat gesagt, er bringt sie vorbei. Was sagst du dazu? Ich bin dabei. Sei schön vorsichtig. Mit denen los? Die sind total durchgeknallt. Ist ja nichts Neues. Du warst noch nie ein gutes Pokerface, Mick. Ich hab's mir schon gedacht. Würdest du mir mal erklären, was dies hier alles soll? Das gehört seit 5 Jahren zu meinem Leben. Sowas will ich nicht in meinem Haus. Das erwarte ich auch nicht. Du weißt, ich habe eine Katzenallergie. Darum wollte ich nicht, dass du es erfährst. Wo ist sie? Sie ist weggelaufen, als wir herkamen. Du hast also letzte Nacht nach einer dämlichen Katze gesucht? Ihr Name ist Whitey und sie ist nicht dämlich. Sie ist eine der besten Rattenfängerinnen, die es gibt. Ah! Was? Eine Ratte? Sie tut dir nichts, sie ist tot. Wo ist die denn hergekommen? Ich wette, sie hat in dem Bettchen da geschlafen. Siehst du, ich hab dir doch gesagt, es gibt eine logische Erklärung für alles. Du? Ja, ich. Logisch, so wie immer. Ich geh nicht mehr! Becky? Bist du wach? Ja. Also, ich glaube, es hat nicht funktioniert. Ich kann ihn immer noch spüren. Hör mal, sei doch etwas geduldig. Ja, ich bin aber total unglücklich. Es war echt toll, hier zu zweit zu wohnen, oder? Ja, Wahnsinn. Klar, wir sind wie Schwestern, richtig? Wenn dieses Zimmer nur größer wäre. Es wäre super, wenn die Wand nicht da wäre. Ja, das wäre genial. Es ist mir vorher nie aufgefallen, wie winzig diese Zimmer sind. Becky? Becky! Bist du noch wach? Ja, ich will nur noch schnell rausgehen und nach unserem Lamm sehen. Hallo? Möchtest du, dass ich mitgehe? Nein, ich mach das schon allein. Danke. Warte kurz.
Überraschung! Du gibst es an Alex zurück? Ja. Ich denke, das Baby hält sich doch lieber an die Familientradition. Wieso hast du Mick gefragt, ob sie sich um das Baby kümmert? Ich wollte dich auch fragen. Und Alex? Uns alle drei? Wir würden uns doch nur streiten, wenn dir etwas zustoßen sollte, was nicht passieren wird. Übernehme ich die Verantwortung. Nur irgendwann wirst du eigene Kinder haben. Doch, natürlich. Da kann man ja auch so viele Männer kennenlernen. Tja, du kannst doch zurück in die Stadt ziehen. Ich werde nirgendwo hinziehen. Und das Baby auch nicht. Es wird nämlich hier auf Drover's Run aufwachsen. Und ich werde fürs sorgen. Alles klar? Alles klar. Ach, was soll's. Wir werden sowieso alle 90. Was? Wenn dieser doofe Terry gleich von seiner Katze erzählt hätte, hätte niemand von uns an irgendwelche Geister gedacht. Aber er konnte nicht die Wörter richtig hinlegen, oder? Welche Wörter? Während der Seance, Prue. Oh, das war nur ein Zufall. Ja, Geister existieren gar nicht. Nein.